Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück. 7 Days to Die mit Yogi. Hello, Kria. Ich wollte schon sagen, er sagt, er ist bereit und dann sagt er nichts. Ja, ich hab hier gerade Geräusche gehört von Zombies und da wollte ich leise sein, um die Geräusche weiterzuhören. Okay, aber erzähl weiter von deinem Wagen. Ja, auf jeden Fall kam dann bei mir Montag eben die E-Mail, was heißt hier, also wir haben festgestellt, oder es wurde bei der Auszählung, bei der endgültigen Auszählung festgestellt, dass in ihrem Bereich, dass es eine Stichwahl gibt, weil keine zu wählende Person eben die eindeutige Mehrheit bekommen hat. Und deswegen erscheinen Sie bitte am Sonntag im selben Raum, wo Sie vorher schon waren, um 15 Uhr. Dann dachte ich mir, okay. Zwischenfrage? Mhm. Eindeutige Mehrheit heißt wie viel Prozent der Stimmen? 50,1. Okay. Also du musst mehr als 50% der Stimmen haben. Ja, okay. Dass du eben eindeutig der Ortsvorsteher bist. Der Ortsvorsteher bist. Ja, in dem Fall. Wäre auch bei der Oberbürgermeisterwahl bei uns so, dass du mindestens 50% der Stimmen hast. Wahrscheinlich. Ich meine, das wird ja genormt sein, gehe ich doch mal davon aus. Kann gut sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, okay, dann eben an dem Tag um 15 Uhr sollen wir da sein. Da dachte ich mir, wir haben bei der ersten Wahl von 16 bis 18 Uhr sinnlos rumgesessen, weil wir sehr schnell durchkamen. Weil wir gut organisiert waren, muss man sagen, wir haben das relativ zügig hingekriegt. Also habe ich natürlich dann bei dem Wahlbüro angerufen, weil ich dachte, besser als zu schreiben. Dann hab ich meine, wenn du das meldest und das ne, änderbar ist, ist ja eigentlich eine gute Sache. Ja, weil ich dachte hier, wir werden da stundenlang sinnlos rumsitzen. Und die Dame hat sich dann auch eben dann gemeldet und dann habe ich ihr das gesagt, dass, ich habe mich erstmal gefragt, ist es denn genau das gleiche, sind es genau die gleichen Wahlvorstände oder wurden vielleicht solche Wahlstimmbezirke zusammengelegt? Ja, dass du halt mehr, also weniger Zähler für mehr Stimmen hast, so rum. Exakt, dass eben, wie ich gesagt habe, Orts, hier, wie heißt es, Vorort A Teil eben eins. Nicht unterteilt wird von 1 bis 10, sondern vielleicht 1, 2, 3, 4 zusammengezogen wird, dass eben deutlich weniger Bezirke sind und damit insgesamt mehr Stimmen auszuzählen werden. Also nee, es bleibt 1:1 alles gleich, weil es wäre ein großer organisatorischer Aufwand gewesen, zum einen das zu ändern, neue Räume zuzuordnen und dann eventuell manche Leute eben zu sagen, sie kommen nicht, sie kommen doch. Und damit es eben einfach ist, bleibt es dabei, ist es alles exakt gleich. Also okay, macht Sinn. Ich hab noch einen Trader gefunden, Krian. Oha, ist er weit weg? Das geht. Nö, auch in der Stadt da, aber direkt. Siehst du, dann kannst du da ja erstmal nachkaufen und dann... Richtig, bin schon auf dem Weg da rein. Und dann hat sie halt gesagt, ich, okay, das verstehe ich, nachvollziehbar, kann ich mit leben. Dann habe ich ihr halt meine Bedenken erzählt, dass wir eben bei der ersten Wahl, oder Originalwahl, wie auch immer man es nennen will, halt da schon 2 Stunden lang sinnlos rumgesessen haben und jetzt ja nur ein Viertel der Stimmen maximal auszuzählen sind, wenn überhaupt alle wieder wählen gehen, weil... In der Regel ist bei einer Stichwahl weniger los. Ja. Und dann, ja, sie kann das verstehen, aber es wurde halt so entschieden. Sie, ja, aber wissen Sie, wir haben jetzt, ich habe das nicht genau so mit den Zahlen untermauert, das ist mir jetzt erst später klar, aber wir haben nur noch 25% der Stimmen auszuzählen, haben aber immer noch 66% der gleichen Zeit. Also es wurde nur ein Drittel der Zeit weggenommen, die uns bleibt zum Auszählen und Vorbereiten, genauer gesagt, zum Vorbereiten. Ja, gut, und wir haben aber nur ein Viertel der Stimmen. Ihr seid in dem Fall staatliche Angestellte, mehr oder weniger. Und ich meine, da kannst du nicht einfach weniger Arbeitszeit postulieren. Geht so nicht. Wir sind ja nicht mal Angestellte dann. Ich weiß, aber ne, eher ehrenamtliche Helfer, die entschädigt werden. Ja, Entschädigung würde ich das nicht nennen, aber gut. Du heißt aber doch offiziell, oder? Wir sind offiziell, ich weiß gar nicht, was genau offiziell heißt. Wahrscheinlich einfach nur, dass wir eben unterstützen. Ja, aber du kriegst ja ein bisschen Geld dafür und das nennt man doch Aufwandsentschädigung, oder? Ja, ich würde das nicht wirklich Aufwandsentschädigung nennen, aber ja. Ja, okay. Dann. Ja, also insgesamt, ja, wir kriegen dafür was, aber es ist nicht die Rede wert. Ich weiß, das ist nicht die Welt, aber ne, ich würde es halt, also vom Begriff her, das ist ja, ja. Auch wie die Politikergehälter heißen ja auch großteils Entschädigung. Ja, ist schon cool. Wobei das weit weg ist von Gut und Böse, was die kriegen, aber gut. Und wir sollten vielleicht ein bisschen Tee machen. Wir haben keinen Tee mehr. Zumindest keine roten. Was? Also wir haben keine Blüten mehr, meine ich.
Bringe ich auf dem Rückweg mal noch welche mit. Ich habe auf jeden Fall halt nachgefragt, wie sieht es aus? Und so, ja, sie versteht das, aber sie können da nichts dran ändern. Die Leute, die die Entscheidungen treffen, haben das so entschieden. Und sie hat mir dann angeboten, dass sie mir die Nummer meines Wahlvorstehers, also der Person, der ich quasi, die quasi den Vorstand in unserem Wahlvorstand übernimmt, mir Der die Vorstand Nummer des gibt. Vorstands. Ja, also es gibt halt immer, du hast im Prinzip drei Kategorien, in Anführungszeichen. Du hast den Wahlvorsteher oder Wahlvorsteher. Was ist das Vorsteher? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall Chef. Du hast Vertretungschef, der halt dann eintritt, wenn Chef nicht da ist. Dann hast du Schriftführer, der halt alles notieren muss. Und du hast den Vertreter des Schriftführers und du hast dann je nachdem 4 bis 6 Beisitzer. Beisitzer sind halt die Lakaien und damit fängst du eigentlich an. Du fängst als Ja, Lakaie an und kommst dann eben zum stellvertretenden Schriftführer, Schriftführer und so weiter. Je nach Erfahrung in der Regel. Und dann hat sie mir gesagt, ja, ich kann die Nummer des Ersten quasi geben. Und dann können sie das gerne mit dem klären, dass sie da an dem Tag später kommen würden. Und dann hat sie gesagt, nein, darum geht es mir nicht, weil ich will ja dann schon auch da sein, wenn die da sind. Das wäre ja unverschämt denen gegenüber, die eben den ganzen Tag dann da rumsitzen. Es ging halt nur ums Prinzip, weil wir sitzen da halt einfach Hat auch wahrscheinlich nichts zu tun. 2 Stunden lang rum und können nicht Und könnt weg. nicht mal Bier. Kannst ja nicht mal Bierchen trinken. Nee, eben. Also ja, also sie gibt es weiter, aber da das alles schon so entschieden ist, ist die Chance, dass da irgendwas dran geändert wird, quasi null, weil eben schon 1000 Mails rausgeschickt worden sind. Ja. Und ich meinte, ja, ich wollte es nur gesagt haben, weil ich finde das sinnlos, dass wir da 2,5 Stunden sinnlos rumsitzen. Ich hoffe, dass jetzt immer noch zeitnah bald eine Mail kommt, in der es heißt, hier aufgrund der vielen Anrufe und Weil Nachrichten. der Herr Krian 25 Mal angerufen hat, mir und zack, geht, haben wir es jetzt geändert. Ja, dass sie halt sagen, okay, wir können nachvollziehen, dass sie denken, dass es unnötig ist. Mir ist Kommen es jetzt Sie. auch aufgefallen. Ja, ich habe halt gesagt, 17 Uhr wird reichen. Ja. Locker. 17:30 wird reichen. Weil, wenn du da einigermaßen strukturiert vorgehst, bei 600 bis 700 Stimmen, und Jo. du bist zu 10, also 8 bis 10 Leute sind wir in dem Wahlvorstand. Eigentlich 10, aber es kam bei uns 2 letztens mal nicht. Und wir waren Auch trotzdem sehr mit schnell. Absage oder einfach nur? Einer hat sich krank gemeldet vorher und einer kam wohl einfach nicht. Okay. Aber dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir es halt zu 8, ist ja kein Problem. Weil es auch relativ gut ging. Wir waren halt gut organisiert. Diesmal wussten die Leute auch, was sie tun. Von daher. Ja, das ist dann schön. Ja. So, jetzt meine Frage, die ich vorhin stellen wollte. Ja. Also, du hast am Wahltag kommen da wegen mir 500 Leute, also zahlen jetzt mal außen vor und geben ihre Stimme ab und du hakst da ab, ey, In der der Herbert war Urne jetzt da. oder. Also Urne, ja. Urne, Urnenwahl. genau. Ja. Urnenwahl. Hakst da ab, der Herbert war da. Weil, ne, das hakst du ja ab. Ja. Und dann, ne, am Ende machst du die Urne auf um 18 Uhr, um die Stimmen auszuzählen. Dann hast du jetzt da aber 500 Unterschriften, aber du hast nur 498 Briefe drin. Ist das schlimm? Also das ist jetzt bei der Briefwahl. Nee, bei der Urnenwahl. Also bei der Wenn du dann. Urnenwahl gibst du keine Unterschriften. Nee, aber du hakst doch Da, du hakst ab, ab, dass die da ja. waren. Also du meinst, falls die abgehakt, also die Zahl der Häkchen nicht Genau anders übereinstimmt, ist als mit dem, was in der Urne drin ist. dann Egal, wird ob jetzt das, positiv oder nein, negativ. dann wird das von der Urne genommen. Okay. Weil wir normal, also Okay. wenn ich Urnenwahlvorstand mitgemacht habe als Schriftführer, habe ich immer noch eine Strichliste mitgemacht parallel. Ja. Weil wir haben dann, das Ding ist ja, bei dem Briefwahlvorstand hast du ja viel weniger Stimmen als im normalen Bezirk. Weil wir haben ja gesagt, wir teilen das nochmal auf. Die Bereiche in dem sind eigentlich größer. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hierfür kleiner gemacht haben. Ich glaube nicht, dass sie extra Wahlbezirke erstellt haben. Das würde mich sehr wundern. Ich habe kein Essen dabei. Naja. Und ich mache halt parallel noch eine Strichliste. Das heißt, wenn ich da abhake. Und dann, wenn jemand reinschmeißt, mache ich immer einen Strich, dass wir eben doppelte Zahlen haben, um immer sicher zu gehen. Okay, weil wir haben uns das so gefragt, dass wir wählen. Hoppala, der springt ja. Als wir wählen waren, war hinter uns noch ein älteres Ehepaar, wo nicht ganz so sicher war, ob sie jetzt was reingeschmissen hat oder nicht. Und es gab da ein bisschen Kladderadatsch mit der Wahlhelferin und dem noch verwirrteren alten Ehemann gefühlt.
Und da haben wir im Nachhinein so drüber gesprochen, als wir wieder reingelaufen sind, haben gesagt, gut, kann natürlich sein, dass wenn ein gewisser Prozentsatz an Stimmen zu viel oder zu wenig ist, dass dann irgendwas passiert, weil man halt sagt, okay, irgendwas stimmt da nicht und entweder hat wer Stimmen rausgenommen oder irgendwer hat dann Stimmen hinzugefügt. Nee, also normalerweise ist es so aufgebaut, du kommst rein in dein Wahlbüro, in dein Wahllokal, kriegst dann, zeigst erstmal deine Wahlbenachrichtigung, dass du Genau. wirklich A wählen dürftest oder benachrichtigt worden bist und B in diesem Stimmbezirk wählen darfst, weil das muss ja auch mal Genau. beachtet werden. Was mich da schon hart gewundert hat, ich habe gedacht tatsächlich, ich müsste auch meinen Perso vorzeigen. Ich hätte schwören können, das wäre die letzten Male so gewesen. Da noch nicht. In der Re also es ist natürlich immer, kann unterschiedlich sein von Wahllokal zu Wahllokal. Aber bei der Ausgabe machen wir das einfach noch nicht, weil es würde viel Zeit beanspruchen bei, was weiß ich. Ich musste ihn gar nicht vorzeigen während der Ja, gesamten okay. Wahl. Das ist Und was anderes. das war für mich so, nachdem es schon hieß, ja, den Europawahlzettel kriegen sie nicht vorher, weil der muss, ist ja illegal, den vorher zu geben im Vergleich zur Gemeinderatswahl, wo ich dann dachte, ja, super, und wenn ich nur den Zettel da vorzeige, das ist also meine Wahlbenachrichtigung quasi und dass ich wählen darf, dann kann ich ja rein theoretisch für meinen Nachbar, der im anderen Wahlbezirk ist, mitwählen gehen, weil ich dann im anderen Wahllokal bin und keiner weiß, dass ich schon da war. Ja, also normalerweise ist es bei uns so, du kommst rein, zeigst deine Wahlbenachrichtigung, dann kriegst du eben deine entsprechenden Stimmen, sei es nun nur Europa oder Europa- und Kommunalwahl, je nachdem, was eben ausgewiesen ist. Dann gehst du deine Stimme abgeben, dann kommst du wieder zurück, also gehst wählen, kommst wieder zurück und dann sitzt da einer eben mit dem Wählerverzeichnis, der korrigiert, also kontrolliert. Zum einen wird erstmal eine Person neben dem Wählerverzeichnistypen kontrolliert nochmal deine Wahlbenachrichtigung und normalerweise auch deinen Ausweis, dass du wirklich die Person bist, die eben auf dem Ding draufsteht. Ja. Damit eben nicht jemand für jemand anderes wählen gehen kann. Dann wird eben mit dem Wählerverzeichnis gesagt, hier die Nummer, damit er eben gucken kann. Der schaut, ist er okay, ja oder nein. Wenn er sagt, das ist alles in Ordnung, dann kriegt die Person neben ihm Bescheid, der an der Wahlurne sitzt oder in dem Fall Und den Wahlurnen. das Verdeck wegmacht, dass man es Exakt, einschmeißen darf. exakt. Damit man es reinwerfen darf, damit nicht jemand reinschmeißt, bevor es abgecheckt worden ist. Weil sonst hast du das Richtig. Problem, Du weißt ja nicht, unberechtigte welche das Stimmen. war. Exakt. Das ist Deswegen. zum Beispiel, also so lief es bei uns auch, abgesehen jetzt von dem Perso, aber das sei mal dahingestellt. Und was wir uns aber halt gedacht haben, ne, ich meine, wenn dann, keine Ahnung, 500 Stimmen sollten drin sein, aber es sind nur 490 Stimmen drin, dann kann es natürlich auch sein, dass die gute Gundula, die das kontrolliert hat, gesagt hat, ey, Moment, das waren AfD-Stimmen oder das waren grüne Stimmen, je nachdem, was sie gerade am meisten hast, und die rausschmeißt. Nein, also Deswegen normalerweise haben wir uns sollte gedacht, wenn da es. eine Abweichung ist, müsste das problematisch sein, Also, aber. es sollte vor allen Dingen nicht eine so große Abweichung sein. Genau, deswegen sage ich ja. Aber ne, deswegen gedacht, gut, wenn vielleicht muss es ein bestimmter Prozentsatz sein, dass das problematisch ist oder. Also, es gibt. Also, wir haben da keine feste Zahl gekriegt. Ja. Das heißt, ab jetzt haben wir ein Riesenproblem. Was wir Ja halt gut, weil ich sag gemacht mal so, haben. wenn, ich weiß nicht, wie viele Urnenwähler kommen bei euch? 1000, 2000, 3000? Also wir hatten bei unseren Briefwahlen 600 bis 700 Stimmen. Bei Genau, den und wenn ich sag mal so, Briefwahlteilen. wenn dann nur 500 Stimmen am Ende noch übrig sind, da würdet ihr euch ja vermutlich auch wundern. Ja, wir haben vor allen Dingen, wir haben das so gemacht, wir haben, glaube ich, alles immer doppelt gezählt. Ja. Also wir waren ja genug Leute und wir haben dann beim Auszählen der Stimmen, also wir haben vorgezählt natürlich, erstmal kontrolliert, dann haben wir Zehnerstapel gemacht und haben das an unserem Nachbarn gegeben, dass der nochmal zählt, damit da schon möglichst alle Fehler irgendwie Ja, nö, das ist ja auch vernünftig so, weil ich minimiert meine, geht's werden. ja um ein bisschen was. Ich meine, eine Ja, Stimme eben. sagt ja immer, wird nichts entscheiden, aber ne, wenn jeder so denkt, Nee, wir dann haben ist halt nichts da mehr da. dann schon, also wir haben das dann schon möglichst so strukturiert, dass es da eben auf jeden Fall keine Probleme geben dürfte. Also müssen wir dich mal kurz wegmachen, müssen dich repairen. Auf jeden Fall warte ich jetzt drauf, dass eben am Sonntag dann wieder ich Wieder wieder da Action sitzen ist. darf. Ich wieder da sitzen darf als im Wahlvorstand. Wieso löscht er das, wenn ich da eine 0 eintrage? Was ist los mit dir? Ah, weil Caps on ist, deswegen. Das macht Sinn. Ja, ich fand das ein bisschen schwierig. Ich habe danach nochmal überlegt, ich hätte vielleicht dem die Nummer mir doch geben lassen sollen vom Chef quasi, dass ich ihm sage, hier melden Sie sich bitte auch nochmal bei dem, weil der wird genau die gleiche Meinung haben wie ich. So. Ah ja.
Das heißt, ich werde da von 15 bis 15:30 maximal beschäftigt sein und da bis 18 Uhr rumsitzen. Um dann von 18 bis vielleicht 18:15 Uhr nochmal zu wählen, auszuzählen. Ich würde sagen, läuft bei dir, aber ich würde eher sagen, sitzt bei dir, ne? Ja. ist leider so. Okay, mir fehlt noch ein fucking Forge Ahead Magazin. Ja gut, du hast in 2 Tagen Reset. Aber das ist jetzt einfach in diesem... Nein, das ist nicht. Oh, das war, weil du meintest hier, was ist, wenn da eine Stimme fehlt oder so. Weil wir natürlich mehrfach immer gezählt haben, waren wir sicher, okay, wir haben die richtige Anzahl an Stimmen, aber dann hatten wir es eben 1-2 Mal, dass eine Stimme gefehlt hat bei den Parteienverteilungen. Sodass wir eben nochmal zählen mussten. Wie bei den Parteienverteilungen? Also du hast ja dann, zum Beispiel bei der Europawahl hast du ja, was weiß ich, das waren glaube ich 30 Parteien oder so. Mhm. Das war eine Riesenauswahl. Achso, und wenn du 600 Stimmen hast, müssen die Stimmen auf die Parteien ja auch wieder 600 Stimmen sein. Exakt, die Summe aller Stimmen für die Parteien plus die ungültigen muss ja identisch sein mit der Anfangszahl. Richtig, damit logischerweise. Ja. Und da hatten wir dann halt, dass eine Stimme irgendwie gefehlt hat oder wir eine Stimme mehr hatten, dass wir gesagt haben, okay, irgendwo ist ein Fehler drin, wir haben irgendwo falsch gezählt, dass wir alles nochmal zählen mussten. Was natürlich extrem nervig war, sobald es an die großen Stapel ging. Weil jetzt so irgendwelche exotischen Parteien natürlich weniger Stimmen hatten. Das heißt, hatten vielleicht eine Stimme, vielleicht mal zwei. Das war schnell korrigiert, aber wenn es halt an die großen Parteien ging, die halt dann mal, was weiß ich, 200, 300 Stimmen hatten oder 150, dann nochmal nachziehen, war natürlich nervig. Ja. Was passiert mit diesen Stimmzetteln anschließend? Die kommen wenn alle wieder... Das weiß ich nicht. Die kommen alle wieder in die Wahlurne, werden abgegeben und dann geht's in die Stadt. Okay. Die Stadt, ich weiß nicht, ob das nochmal kontrolliert, unsere Ergebnisse, oder nicht. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Was also da halt natürlich jetzt das Ding war, weil du ja, ich glaube, bei der Europawahl nicht. Bei 2 unserer Kommunalwahlen konntest du auch Stimmen streichen und mehrere Kreuze verteilen. Ach ja, das war panaschieren oder eben nicht. Der Vorteil war, dass wir beim Auszählen halt wirklich nur gemacht haben, wir mussten nur auszählen, wenn nur oben ein Kreuz war bei einer Partei. Ja. Weil sonst wärst du wahnsinnig geworden, da auf 60, ich glaube 60 Kreuze konntest du bei uns machen. Genau, das war bei unserem Gemeinderat auch der Fall. Ja, genau. 60 Kreuze und du kannst aber auch einfach nur einen Stimmzettel abgeben davon, dann gilt nur das und genau. Dann kannst du aber auch einzelne Stimmzettel abgeben und nur Kreuzchen machen. Und wenn du, ne, 60 Stimmen, wenn du die Grünen gewählt hast, kannst du einfach den Zettel abgeben, das waren auch 60 Stimmen. Wenn du aber bei uns die Partei oder die Piraten haben, ich glaube 2 oder 3 Leute in Stuttgart noch, wenn du den Zettel hast du im Prinzip, selbst wenn du jedem von den 3 Stimmen gegeben hast, halt nur 9 von deinen 60 Stimmen genutzt, was ja auch wieder blöd ist, weil, ne, wenn du 60 Stimmen hast, willst du ja 60 Stimmen nutzen. Und so weiter. Ja. Gedacht, das möchte ich nicht auszählen müssen. Ja, auf jeden Fall, das mussten von uns auch nicht ausgezählt werden. Das wurde dann am Tag danach mit Computern ausgezählt. Ah, Computer. Ja. Ah, deswegen war das auch so 5000 Mal draufgeschrieben, machen Sie ein fucking Kreuz, machen Sie nichts an. Ja, das auch, weil halt, ist das System ja sinnvoller zu erkennen. Dann. Ja. Das hatte mein Mathe-Prof, hatte das, der hatte einen Teil seiner Klausuren war Multiple Choice, also wo du im Prinzip rechnen musstest und dann die richtige Antwort ankreuzen musstest. Ja. Und der hat das vom Computerprogramm, was er geschrieben hat, immer auswerten lassen. Das ist ja praktisch. Ja. Ja, dementsprechend hast du die halt auch ultra schnell zurückbekommen, weil, ne? Wobei man jetzt auch sagen muss, dass Multiple Choice sowieso leicht zu korrigieren ist. Ja. Also dafür würde ich jetzt kein Computerprogramm brauchen. Ja, du, ich glaube, der hat einfach gerne auch programmiert. Das kann sein, also ich würde halt sagen, also... Sein Gimmick, das er gesagt hat, ne, da... Ja, das kann ich noch akzeptieren, aber ich finde das... Es macht es natürlich einen Ticken schneller, aber ich würde jetzt behaupten, ist die Frage, weil ich meine, gut, ich meine, wenn du einen Scanner hast, wo du einfach den ganzen Stapel reinlegst, ja. Aber wenn du halt jede Seite einzeln scannen musst, ich glaube, dann hast du Spaß. Ja, das kann sein. Ich habe ja, das ist ja das Tolle, das war ja nicht meine einzige Begegnung mit der Stadt, dieser Anruf oder dieses Wahlding, weil ich hatte noch mehr Begegnungen mit der Stadt in den letzten Wochen. Begegnungen mit der Stadt. Ja. Aber das ist auch was für frühestens nächste Woche.
Ja, nächste würde ich auch Folge, sagen. meine ich. Weil die Folge ist schon wieder vorbei. Ja, die Zeit Da würde ich mal rennt. sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Haut rein und bye bye. Auf Wiedersehen.